bei den alten Staffeln nicht dabei waren, das nicht kennen, hier genau benötigt man ja die Kletterausrüstung. Sonst kommt man hier nicht weiter. Da unten ist die Lava auch und da gibt es dann auch noch ganz weiter unten schwarzen Kristall. Hier gibt es noch. Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Subsistence und wir dürften eigentlich noch Nacht haben. Na, oben, aber das kann man ja nicht so mitkriegen. Wir wollten jetzt noch eine Runde drehen, ne? Die muss ich ja jetzt nicht unbedingt mit mir rumtragen. Oh, das ist aber jetzt laut. Oh, das ist laut. Bisschen leiser drehen hier. Sorry. So. Ich glaube, so ist besser. Ist immer noch ziemlich laut. Na gut, habe ich eine Ersatz dabei? Jawohl. Vier mehr Munition ist hier nicht. Doch, dann nehmen wir davon noch einen und davon noch einen. Ist vielleicht besser. Davon reichen zwei. Ja, komm, vorsichtig. Aber eigentlich auch nicht. Zwei reichen völlig. Bisschen mit dem Gemüse war knapp, ne? Wie sieht's denn aus? Ja, bevor die verrotten. Ich würde sagen, ich gehe mal ein bisschen weiter rein. Dass wir noch ein bisschen was von den Kristallen kriegen können. Jetzt ist ungefähr die Zeit, es dürfte fast anfangen, oben zu dämmern. Ich muss ja so ein bisschen schätzen. Ja, wir nehmen das mit. Übrigens, vielen Dank für die Kommentare. Ich habe jetzt im Kommentar auch gehört, die Kohle, die braucht man auch, um Farbe, glaube ich, zu machen, oder für die Möbel. Also früher war das ja immer so, dass die Kohle eigentlich nur als Brennmaterial taugte. Und sonst nichts. Deswegen habe ich die dann hier als Brennmaterial hier in der Grotte gelassen immer. Aber jetzt habe ich gelernt, auch welche mit raufnehmen, brauchen wir später auch was von. Ja, dann werde ich die natürlich sammeln, so gut es geht. Und auch mitnehmen. Oh, das ist steil. So. Mal gucken, ob ich irgendwo rechtzeitig vor... Ist das eine oder nicht? Da? Nee, das sieht nur so aus. Hätte ja sein können. Immer ein bisschen so die Decken abgucken. Die hängen nämlich meistens oben. Und wenn man die da schon schießen kann, hat man dann schon einen Vorteil. Aber manchmal sieht man das halt nicht. Und dann merkt man das erst, wenn man so hört. Die blöden Viecher. So, da haben wir nochmal Phosphor, ne? Habe ich jetzt was gesehen? Vom Licht her, als wenn das oben jetzt anfangen wollen würde. Hell zu werden, kommt zeitmäßig etwa hin. So. Da ist nochmal Kohle. Aber Kristalle keine, ne? Ist ja auch nicht mehr weit bis zu dem Abgrund. Da können wir aber noch nicht runter, wo die Lava ist. Weil da ja uns die Klettereisen fehlen. Ich weiß ja den Weg nie so genau. Ich muss immer so ein bisschen überlegen. Guck mal, gerade gespawnt. Aufpassen. Lauschen. Das ist das Wertvolle, weshalb wir hier sind. Da sind nochmal Pilze. Gut. Irgendwann kommen doch mal hoffentlich Pilzgerichte. Mensch. Her mit den Pilze. Zack. Zack, knack. Geht's hier runter? Kann sein, ne?
Ah ja. Das ist das hier. Geht's runter zur Lava. Gucken wir mal, ob hier noch irgendwas ist. Nö. Aber jetzt für die, die vielleicht jetzt bei den alten Staffeln nicht dabei waren, das nicht kennen, hier genau benötigt man ja die Kletterausrüstung. Sonst kommt man hier nicht weiter. Da unten ist die Lava auch und da gibt es dann auch noch ganz weiter unten schwarzen Kristall. Hier gibt es noch so Kisten, die man hauen kann. Aber man braucht eben die Kletterausrüstung. Die müssen wir erst noch craften, um da weiter zu können. Ja, One Step After the Other, das erste Mal hier. Aber hier ist jetzt auch nichts, ne? Ich dachte, hier ist vielleicht auch nochmal mit ein bisschen Glück so ein Kristall, aber ne. Nee, ist nichts da. Ich bin jetzt, sitze jetzt hier um Mitternacht. Ist jetzt gerade seit 4 Minuten der 10. Oktober. Tagsüber ist das immer ein bisschen schlechter. Kann ich im Moment keine Videos machen. Ich habe hier die Handwerker. Sind im Moment im Keller zugange und bohren da rum. Da kann man ja nichts vernünftig machen. Ja. Muss ich mal gucken, ne? Hatte ich ja schon vor einiger Zeit mal drüber gesprochen. Das ist nicht ausgeschlossen, dass ich da mit den Videos vielleicht mal nicht ganz hinterherkomme, dass es Ausfälle gibt. Aber ich gebe mir Mühe, das zu vermeiden, ne? Was ist da? Da sind wir hergekommen, ne? Aufpassen wir jetzt nicht total verlauf hier. Das kann man nämlich schon, dass man sich so ein bisschen verläuft. Ist gar nicht so wahnsinnig groß, die ganze... Boah. Ihr schreckt mich ja immer noch jedes Mal. So wahnsinnig groß, die ganze Grotte. Aber... Wieso habe ich eigentlich den Bogen hier? Den hätte ich gar nicht mitbringen brauchen. Aber ich orientiere mich immer so schwer hier. Na, gehen wir lieber hier rum. Ist halt doch ganz schön hoch. Da ist nochmal. So, aufpassen. Lange keine Fledermaus mehr gehabt. Jetzt ist man bald wieder so weit, ne? Gut, man kann natürlich mit dem Kompass und so, kann man sich das natürlich so ein bisschen gut merken und den Weg merken, aber das ist mir immer zu umständlich hier, habe ich zu bequem für. Ich suche dann lieber ein bisschen rum und finde dann irgendwann auch wieder zurück. Wer war das? War das der Uwe? Der ist gerade im Urlaub, deswegen schreibt er keine Kommentare. Der hat gesagt, ja, ach, reicht doch eine Tauchausrüstung hier unten, stirbst du doch nicht. Ich weiß nicht. Brauchst nur mal blöd laufen, dann verläuft man sich ein bisschen und hat auch noch Hunger und kann nicht rennen und dann kommt noch so eine blöde Fledermaus, wo doch schon eine gebissen hat und man krank war und dann kann das auch schon mal blöd laufen. Also ich würde nicht so pauschalisieren wollen. Naja, jetzt sind wir schon wieder vorne. Mal hier hin. Aha. Ich hab's ja erwischt. Ich hab jetzt extra gewartet, bis die richtig vorne war. So. Ja, gibt's noch was zu futtern. So. Gehen wir eben zum Wasser Hände waschen. Wo ist das Wasser denn? Da. Ja. Hat er es noch rein? Gut, also wenn man jetzt Kohle auch für andere Dinge benutzen kann. Ich denke mal, jetzt werde ich die Kohle, die ich hier so zusammen sammle, noch unten lassen. Aber beim nächsten Mal dann vielleicht auch Kohle mit raufnehmen, dass wir da oben dann auch ein bisschen davon sammeln. Nicht für den Ofen, sondern
für später, weil ich ja jetzt erfahren habe, dass man die dann auch noch für andere Dinge braucht. Ja, hier ist immer noch kein Kristall. Ja, das ist ein bisschen mager. Muss man sich eine ganze Weile hier aufhalten. Immer wieder die Runden drehen, weil die immer mal wieder nachspawnen. Da hängt Kohle da oben dran. Guck mal. Komme ich da ran? Nur mit Trick, ne? Ah. Aua, fällt der mir auf den Kopf, du. So. Das Holz, was ich hier habe, das ist wenig. Das sollte ich auf jeden Fall hier lassen, weil das brauche ich, um eventuell ein neues Feuer zu machen, ne? So, das packen wir jetzt nochmal hier drauf. So. Ja, einmal Pilz ist schon weggegammelt. Ja, jetzt ist das aus. Ne, ein Anzünder. Oh, ich müsste aber die Pilze eigentlich essen. Ich will aber nicht. Oder sollen wir schon raufgehen? Ne, eigentlich würde ich lieber noch eine Runde gehen. Komm, essen wir sie auf. Was soll's? Was soll's? Schluck trinken ist auch gut. Mal gucken, ob wir noch ein bisschen was kriegen. Sonst hauen wir halt ab. Da, 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 da. Kommt man hier hoch? Nee, oder? Ja, doch. Jo. Ist von hier was zu sehen? Da ist was, das ist Phosphor. Es ist mager. War da was? War da was? Nee. Und die blöden Fledermäuse, die spawnen ja auch immer wieder nach. Ich muss gucken, später habe ich ja dann immer so die Marmelade mitgenommen, ne? Hier unten. Die gibt ja Veggie, aber ich habe ja keine hier. Jetzt bin ich so ein bisschen auf die Pilze angewiesen, aber ich will ja auch welche rausnehmen. Am liebsten möchte ich jetzt nochmal welche finden, dass wir die mitnehmen können. Ja. Aber hier jetzt ewig lang rumlaufen macht auch keinen Spaß. Können ja da hinten nochmal rein, in die, um die Ecke luschern. Sagen wir hier in Norddeutschland so, ne? Gucken, luschern. Ich wollte nur mal rein luschern. Nur mal reingucken. Na, hier ist nix. Manchmal muss man hier so in die Ecken gucken, aber ne. Hätte ja sein können. Ich meine ja nur. Gehen wir mal hier hoch. Nö. Nö. Boah, ist alles kahl, ne? Aber auch gar nichts. Keine Kohle, kein Kristall, keine Pilze, kein Phosphor, nüschte. Aber so ein Vieh, ey. Wo? Da. Ich hab sie wieder erwischt. Ich werd besser, wa? Ich bin früher immer so oft gebossen und gebissen worden.
Ja, da guckst du, ne? Sieht ja interessant aus, wie sie da hockt. Guck mal. Kann man das mal genauer angucken? Interessant. So. Wackel. Guck mal, haben wir schon zwei Steaks da. So. Immer schön die Hände waschen. Aber keine Kristalle mehr. Wie viel haben wir denn eigentlich inzwischen? Warte mal, lass mich mal eben aufsammeln hier. So. Aber gib mir trotzdem jetzt schon auch mein Veggie aus. Wir müssen raus. Ja. Da ist nochmal Kohle. Gucken wir nochmal genau, was wir hier lassen und was wir mitnehmen. Jetzt würde ich ja gerne noch ein paar Pilze finden und die dann mit nach Hause nehmen. Also nicht verfuttern. Aber die sind auch ziemlich selten, ne? Die blöden Pilze. Ach ja. So, jetzt nochmal hier runter gucken. Vielleicht ist ja jetzt mal was nachgespawnt hier. Wie wir sehen, sehen wir nichts. Tja. Gucken wir hier noch über die Kante. Oh, Pilze! Ja, siehst du wohl. Die gucke ich mal, ob ich die bis nach Hause retten kann. Bis in den Kühlschrank. Vorsicht, hier ist der Wasserfall. Da! Ey, was ist das denn? Glück, guck mal nochmal, Pilze. Nee, den müssen wir nehmen. Zack. Hier nochmal um die Ecke luschern. Aber hier ist auch nichts zu sehen, ne? Ah, ne. Gehen wir bei uns oben nochmal einmal um die Ecke. Und dann hauen wir ab. Da oben bin ich nochmal rum. Hier könnte auch nochmal so ein Fledertier hier rumsausen. Hier habe ich sie nämlich auch schon ein paar Mal gesehen früher. Aber hier ist nix. Ah! Sagt sie in dem Moment, sagt sich das Kristall. Ach ja. Why not? Hier ist soweit gar nichts. Das soll ziemlich gefährlich sein, von hier aus ins Wasser zu springen. Das ist, glaube ich, schon so mancher Mal bei drauf gegangen. Deswegen mache ich das auch lieber nicht. Gehen wir zurück, gucken, was wir mitnehmen, was wir hier lassen und hauen ab. Ja. Joa, die wird auch langsam Zeit. Was sagt denn hier? Oh, mein Veggie ist aber... Oh, da unten sind noch mal Pilze. Die nehmen wir gleich mit. Wir müssen uns jetzt ein bisschen beeilen. Also, das geht natürlich mit. Und das. Kohle lasse ich hier. Das bleibt alles hier. Die nehmen wir mit. Ja, und das natürlich. Wäre sonst doof. ach so, und dann... Wie viel brauchen wir? Eine? Reicht die hier? Ach komm, wir können ruhig eine ordentliche mitnehmen, ne?
Aber eine Reihe, eigentlich müsste die reichen. Ich habe nur ein bisschen Schiss. Ja doch, die muss reichen. Ist ein kleines bisschen riskant, aber guck mal, dann haben wir hier 5 Stück. Das reicht hier unten auch, ne? Muss ich hier so viele haben? Nö, eigentlich immer nur einen, um wieder auftauchen zu können. Ja, dann machen wir das so, dann sind wir auf der sicheren Seite. So, jetzt noch die Pilze da holen. Bevor die wegspawnen. Die stehen ja auch immer nur eine Weile da. Die könnte ich ja notfalls unterwegs essen. Muss ja aber nicht sein. Sehen wir zu, weil ich jetzt hurtig nach Hause komme. Das habe ich jetzt schon mal angezogen. Das ist alles gut. Auf geht's. So, wo ist das Loch? Nein, noch nicht. Hier, ne? Ja. Mal gespannt, ob die reicht, die eine Flasche. Dann mache ich das nämlich aus, bevor die nächste angekratzt ist. So ein bisschen sparen. Obwohl, ich habe ja noch keine hergestellt. Die sind ja alle aus den Kisten von den Fliegern, ne? Hier hakt das manchmal so ein bisschen. Seht ihr hier so, ne? Schwupp, jetzt geht's. Ah, die muss ich aber mitnehmen. Na? Ach, guck mal. Ne, hier. Nehmen. Ja, dann ist das... Ah, da ist noch eine. Ja, komm jetzt rauf. Guck mal, wie gut das klappt. Nee, das wollte ich gar nicht. Ich wollte das ausziehen jetzt. Weil das schaffen wir jetzt auch so. Aber guck mal, ist schon bald die Hälfte weg. Also, ne, ohne kommt man da garantiert nicht rein. Jetzt eben gucken, wo sind wir? Da ist der Felsen. Die Richtung. Und wie spät ist das? Ja, 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 schlapper Nachmittag. Ja, ja, passt. Habe ich ganz gut berechnet. Das kann ich dir essen hier. Weil das war jetzt schon ein bisschen knapp. Wir müssen gucken, dass wir da an das Kochen kommen, dass wir den Herd dann kriegen, um uns dann auch die Marmeladen und so einkochen zu können, ne? Mit den Gläsern. Das ist immer eine ganz gute Sache. Oh, dieses ewige Geschwimme. Naja, aber Hauptsache ich sehe den Wolf schon da drüben. Naja. Ja, ist November, das sieht auch schon spätherbstlich aus hier. Da kommt schon bald auch der erste Schnee wahrscheinlich. So ab Mitte November müsste das losgehen, ne? Aber wir haben jetzt noch, glaube ich, Anfang November. Na, Wolfi? Hast mich vermisst? War doch gar nicht so lange weg. Da stehen Fasern. Mein Gott, ist das weit. Wollen wir mal gucken, ne? Ob das bisschen... Oh, da ist ja noch mehr. Ist das noch holen? Ah, da ist noch eine Muschel. Kommen wir da ran, dann holen wir die auch noch. Komm. Aber warte, erst bringe ich die Pilze in den Kühlschrank. Oh, da oben die Baumwolle ist reif. Hier. Dit rein und dit. Ne? Und die auch. Jetzt sind wir mal dabei. Packen wir das schon mal um. So. Die packen wir hier rein. Das gehört hier rein. Und da wird der Uwe sagen, und mach auch was. So, das wird sofort losgelegt hier. Ist schön voll. Ist gut. So. Und so. Nee, das war falsch. Das gehört... Ach, das hat man noch gar nicht. Das ist neu. Packen wir es lange hier unten rein. Dann die Tauchausrüstung können wir weglegen erstmal.
Wo ist denn die zweite? Ich habe doch zwei gemacht, oder nicht? Ja klar, wo ist denn die an? Ach so, hier, ne? Naja, alles klar. Jetzt bin ich wieder im Bilde. Jetzt komm, jetzt gehen wir noch die Muschel holen eben da. Gucken, ist hier was Gefährliches? Ah, nee, ne? Da hinten ist ein Wolf. Oh. Komm, das kriegen wir noch mit einem Ratsch her. Ist ja nicht tief. So. Gut. Holen wir noch hier den Kalkstein. Kalksandstein. Für Glas. Da hinten ist noch eine Muschel. Das muschelt ordentlich. Aber die, und die brauchen wir ja auch. Ja, 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 ja. Kommt da nicht der Wolf uns zu nahe hier, oder? Nee, das müsste noch gehen. Wo ist der da? Oh, ist doch ein Stück tief. Geht aber noch. Da ist noch eine, ey. Ja, nicht draufhauen. Pflücken. Und auftauchen. Oh, der ist schon eng. Uiu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 i. Genau unter, aber das ist schon ordentlich tief, ne? Da kann man auch ganz gut sehen, dass das völlig chancenlos ist. Und das soll wohl auch so sein, dass man ohne Tauchgerät nicht in die Grotte kommt. Guck, wir haben die Hälfte schon weg jetzt. Und rauf. Und hoffen. Ja, das könnte knapp werden. Da werden wir wohl mal ein bisschen Erstickerchen kriegen. Ja, einen. Zwei. Ah, zwei. Reichen auch. So, jetzt kümmern wir uns mal um das Gewächszeug da oben noch. Und da müsste ich gucken, dass ich auch Masse verbrauche. Da hinten ist eine Tasche. Da könnte ja Baumwolle drin sein, ne? So, pass auf, die kommen erstmal hier rein. Ja, das sind 28, das ist schon mal nicht schlecht. Dann haben wir noch ein bisschen Glasgedönsel. Und dit. Ach so, ich hatte den mit hier gelassen, ne? Sollte man in der Hosentasche stecken. Wo habe ich den hingetan? Ach da, ich habe ihn gesehen. Da, da. Den müssen wir wieder mitnehmen. So, hier brauchen wir nur einen von. Und dann müssen wir hier auf... Packen wieder auf 5. Alles gut. Ach, essen muss ich. Guck mal, hier. Und dann können wir auch einen Fisch essen. So, und dann geht mir das schon besser. So, jetzt habe ich doch da irgendwo so eine Tasche gesehen. Ja, guck mal, ob wir die kriegen. Da ist ein Elch. Sollen wir den holen? Ne, brauche jetzt nicht. Komm, lass den Elch in Ruhe. Ich hole mir die Kiste. Hau ab. Nächste Mal wieder. So, hier mal Efkes. Und wenn wir schon mal hier sind. So, jetzt ist da eine Tasche. Aber da ist auch ein Wolf in der Nähe. Muss man aufpassen. Ja, der ist ein Stück weg, das kann klappen. Die Frage, die ich mir gerade stelle, die schießt mir gerade so durch den Kopf. Wenn man in der Grotte ist, ob man dann auch ein Flugzeug hören würde, was hier oben fliegt? Ich glaube eher nicht, oder? So, mal gucken, ob der uns bemerkt. Ja. Leider keine Baumwolle. Na, das ist nah. Aber geht noch. Der geht weiter weg. Dann kriege ich die Blaubeere hier noch. Ne, ich glaube, dann haben wir den am Hals. Ne, guck mal hier. Der hat das immer noch nicht gemerkt. Ah, jetzt. Jetzt hat er mich gehört. Kommt aber nicht, ne? Nö.
So, ist hier noch was? Das sind nur Raschelsträucher. Ne, muss ja auch wieder. Holz, Holz, Holz. Nützt ja nichts. Rohstoffe einsammeln hier, solange wir noch ein bisschen Tageslicht haben. Aber ich will noch oben aufs Dach gucken. Wegen dem Gewächszeugs. Das machen wir jetzt auch. Den Baum nehmen wir noch mit und dann gucken wir da mal. Naja. So. Hier steht noch so ein einsames Pflänzchen rum. Siehste wohl. Wein. Hat nicht einmal gereicht. Die Äpfel so lange hier rein. Das Zeug hier rein. So. Dann würde ich sagen, nehmen wir doch mal die Samen mit, die ich habe. Vielleicht kann ich da oben was brauchen. Jetzt mache ich aber doch den Ofen schon mal an. Müssen wir nochmal nachfüllen. So. Das gehört hier rein. Was können wir denn hier machen? Habe ich hier irgendwas? Nicht wirklich, ne? Na, die gehen. Aber die werden eher, ne? Ach, guck mal. Immer her damit. Und hier auch? Jo. Siehst du wohl. Das ist schon mal gut. So, was haben wir da noch an Samen hier? Möhren und Tomaten und nochmal Zwiebeln. Okay, dann nehmen wir die auch mit drauf. Der ist auch schon fertig. Ah, jetzt wird es aber schon duster. Guck mal, die können wir alle schon holen hier. Acht. Wie viel haben wir? Drei? Brauchen wir noch fünf? Tack, 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 tack. Ein Wasser rein. Düngen. So. Was haben wir hier? Zwei. Immerhin. Auch ein Wasser rein. Ja, von mir aus. Und hier, die können wir auch alle holen. Zack, was haben wir? Ein, dann brauchen wir noch sieben. Fünf, nein, da. Sechs, sieben. Und ein Wässerchen rein. So, hier ist noch nichts fertig, ne? Aber Wasser bräuchtet. Gut, erstmal zum Kühlschrank schnell. Dass uns da nichts weggammelt. So. Damit das mal so langsam kommt. Guck mal, hier 80 schon. Das ist doch schon mal eine Menge. So, zweimal Zwiebel haben wir hier noch. Und da so langsam. Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen. Wir haben ja so viel verballert davon. Naja. So. Da können wir jetzt mal so langsam gucken. Oben wegen der Aufwärterei. Aber da wird uns wahrscheinlich hier Masse fehlen. Ist aber nicht schlimm. Dann lassen wir über Nacht erstmal hier Masse anlaufen. Jetzt wird's dunkel. Jo. Aber ich kann ja schon mal eben kurz gucken. Nur mal so gucken, was wir da brauchen. Wir wollen ja jetzt hier die fertig machen, ne? Acht Stück. Ein blauen natürlich, ein Seil und vier. Acht Stück. Brauchen wir insgesamt 24. Wie viel haben wir eigentlich? Ja, das sollte passen. Einen könnten wir schon. Lassen wir erstmal noch ein bisschen laufen. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst mir ein Like da, schreibt Kommentare, seid beim nächsten Mal wieder dabei und dann, ja, dann machen wir hier weiter. Bis dann, bye bye, tschüssi.